Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 11. November. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Die Parteien im Bundestag streiten über den Termin für die Neuwahlen. In Baku beginnt der UN-Klimagipfel und in Hamburg startet die entscheidende Runde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie. Mehr dazu gleich, jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Der designierte US-Präsident Trump hat laut einem Medienbericht vorm Wochenende mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Dabei habe er Putin empfohlen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht zu eskalieren. Der VfL Wolfsburg hat sich etwas Luft auf die Abstiegsplätze in der Fußball-Bundesliga verschafft. Die Niedersachsen gewannen mit 3:1 beim 1. FC Heidenheim und liegen jetzt 4 Punkte vor dem Relegationsplatz. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Militärchef der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad im Gazastreifen getötet. Der Islamische Dschihad bestätigte der deutschen Presseagentur den Tod Abu Sahils. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Bundeskanzler Scholz könnte auch schon im Dezember die Vertrauensfrage stellen und den Weg freimachen für Neuwahlen. Das sagte er in der ARD-Sendung Karin Mioska gestern Abend. Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich finde auch, dass wir einmal ein bisschen uns zurücklehnen sollten, das unaufgeregt diskutieren. Die Opposition hatte schnelle Neuwahlen nach dem Ampel ausgefordert. CDU-Chef Merz hatte Scholz mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf eine klare parteipolitische Motivation vorgeworfen, bis Januar mit der Vertrauensfrage zu warten. Ich empfinde es mit unserer Bundestagsfraktion zusammen und mit der überwiegenden Mehrheit der deutschen Wahlbevölkerung als verantwortungslos, mit diesem Instrument jetzt so umzugehen, dass es eine reine Verzögerung über den Jahreswechsel wird und ganz offensichtlich parteipolitische Motive im Vordergrund stehen. FDP-Chef Lindner spricht sich im FAZ-Interview für schnelle Neuwahlen aus und hofft auf Schwarz-Gelb. Er bedauert nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Nachtragshaushalt Ende 2023 keinen neuen Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen verhandelt zu haben. Ich werfe mir selbst vor, darauf nicht bestanden zu haben, sagt der ehemalige Finanzminister der FAZ. Nach dem Urteil hätten sich wesentliche Konflikte in der Koalition verschärft. Die Verantwortung dafür gibt er Kanzler Scholz. Lindner schließt im FAZ-Gespräch eine neue Ampelkoalition aus und verweist auf die, laut Umfragen, Beliebtheit einer schwarz-gelben Koalition. Er spricht sich wie die Union für eine frühe Neuwahl aus. Auch bei den Grünen mehren sich die Stimmen für eine Vertrauensfrage noch in diesem Jahr. Kommunale Spitzenverbände sind zuversichtlich, dass eine Bundestagswahl im Januar möglich gemacht werden kann. Vom Deutschen Städte- und Gemeindebund heißt es auf FAZ-Anfrage, Städte und Gemeinden sind in der Durchführung von Wahlen geübt. Sie hätten schon mit Vorbereitungen begonnen. Bundeswahlleiterin Brandt hatte am Freitag den Bundeskanzler gebeten, von überhasteten Neuwahlen abzusehen. Heute treffen sich die Wahlleiter aus Bund und Ländern zu Beratungen. Auf FAZ-Anfrage hieß es von der Bundestagswahlleitung, vorzugsweise werde der Wahltermin unter einer möglichst vollständigen Ausnutzung der 60-Tage-Frist festgelegt. Das würde gegen eine Januarwahl sprechen, da die Weihnachtszeit innerhalb dieses Zeitraums läge. Im FAZ-Podcast für Deutschland geht es heute um den Streit zwischen Scholz und Merz und CDU-Politiker Jens Spahn erläutert das Sofortprogramm seiner Partei für den Fall, dass sie die Wahlen tatsächlich gewinnt. Einen Link zur aktuellen Ausgabe finden Sie in den Shownotes. Von heute an trifft sich die Weltgemeinschaft in Baku zur UN-Klimakonferenz. Die Verhandlungen werden sich vor allem um ein neues gemeinsames Ziel für die Klimafinanzierung drehen. Bisher waren die wohlhabenderen Staaten verpflichtet, die Anstrengungen der ärmeren Länder zur Bewältigung der Klimakrise jedes Jahr mit 100 Milliarden Dollar zu unterstützen. Diese Vereinbarung läuft im nächsten Jahr aus. Offen ist, ob sich auch China oder die Golfstaaten künftig an der Finanzierung beteiligen. Zugleich ist der Bedarf an Finanzmitteln um ein Vielfaches höher. Die Vereinten Nationen schätzen ihn auf 2,4 Billionen Dollar jährlich.
Auch über die nationalen Klimaschutzbeiträge wird in Baku verhandelt. Nach dem Pariser Abkommen müssen die Staaten bis Februar nächsten Jahres darlegen, welche Ziele sie bis 2035 jeweils erreichen wollen. Eine Verschärfung ist notwendig. Ein UN-Bericht zeigte kürzlich, dass sich die Welt bis Ende des Jahrhunderts um 2,6 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter erwärmen könnte, selbst wenn alle Staaten ihre bisherigen nationalen Ziele einhalten. 2024 wird laut dem EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus so gut wie sicher das erste Kalenderjahr, das den 2015 vereinbarten Wert von 1,5 Grad im Durchschnitt überschreitet. Dazu sagt der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser. Ja, ich glaube, das ist ein absolutes Warnsignal. Wir sehen es ja ganz aktuell in Spanien, haben es aber in diesem Jahr auch schon in Österreich, in Tschechien und selbst in Deutschland erlebt, dass die Klimaextreme immer mehr unser Leben gefährdet. Und deswegen ist es jetzt notwendig, dass wir aus diesem Parteienzank herauskommen und alle demokratischen Parteien sich zu einem parteiübergreifenden Klimakonsens verständigen, der Sofortmaßnahmen einleitet und klaren Kurs nimmt auf die Absenkung der CO2-Emissionen. Überschattet wird die Klimakonferenz von den politischen Turbulenzen in Deutschland und den USA. Bundeskanzler Scholz hat seine Reise nach Baku abgesagt. Außerdem bereitet der künftige amerikanische Präsident Trump Berichten zufolge schon den erneuten Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen vor. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie beginnt die vierte Verhandlungsrunde. Arbeitgeber und Gewerkschaft streben einen schnellen Abschluss an. Ist der realistisch? Die IG Metall hat die Tarifbezirke Küste sowie Bayern beauftragt, gemeinsam mit den jeweiligen Arbeitgeberverbänden einen Pilotabschluss für die bundesweit rund 4 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie anzustreben. Die IG Metall fordert unter anderem 7% mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber bieten bisher nach 9 Nullmonaten ab Juli 2025 eine Tariferhöhung um 1,7% und ab Juli 2026 um weitere 1,9% an, bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten. Für die Verhandlungen in Hamburg gäbe es gute Lösungsideen, sagt Daniel Friedrich, Chef des IG Metallbezirks Küste. Aber bei der Frage nach dem Geld ist die Fantasie sehr dünn. Und die Arbeitgeberseite mahnt, seit der Vorlage der Angebote und Ziele habe sich die allgemeine wirtschaftliche Lage noch verschlechtert. Die Forderung mache angesichts wegbrechender Aufträge weitere Werksschließungen und Produktionsverlagerungen wahrscheinlicher. Die Chance auf eine Einigung werde dennoch auf über 50% geschätzt. Unter den Gewerkschaftern gab es zuletzt offenbar Stimmen, die wegen des Wahlergebnisses in Amerika sowie dem Aus der Ampelkoalition eine nochmalige Verschiebung der Verhandlungen forderten. Allerdings setzte sich die Erkenntnis durch, dass sich die Lage kaum innerhalb von 2 Wochen verbessern werde. Für alle Fälle ist man auf ein Scheitern vorbereitet. Alle Bezirke haben bei der Gewerkschaftszentrale in Frankfurt Pläne für 24-Stunden-Streiks eingereicht. Mit ihnen könnte der Druck auf die Arbeitgeber verstärkt werden. Im April 2021 wurde ein großes Datenleck bei Facebook bekannt. Jetzt steht ein Leitverfahren des Bundesgerichtshofs an. Es geht um Schadenersatz für Betroffene, deren Daten im Internet verbreitet wurden. Zwischen Januar 2018 und September 2019 nutzten unbekannte Kriminelle die Suchfunktion von Facebook, um die Daten von Hunderten von Millionen von Facebook-Nutzern abzugreifen. Sie bedienten sich dabei dem sogenannten Scrapping. Damals konnten Nutzer über die Eingabe von Telefonnummern in die Suchfunktion identifiziert werden. Die Täter generierten millionenfach zufällige Nummern und riefen so über automatisierte Anfragen die Daten von mehr als 500 Millionen Nutzern ab. Auch Daten des Klägers in dem vom BGH zur Verhandlung anstehenden Fall waren darunter. Dem Kläger geht es unter anderem um Schadenersatz von mindestens 1.000 Euro. Der Facebook-Mutterkonzern Meta habe gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen und seine Daten nicht ausreichend geschützt. Nach dem Scrapping-Vorfall wurde er deutlich häufiger in betrügerischer Absicht per E-Mail, SMS und Telefon kontaktiert. Vor dem Landgericht Bonn hatte der Kläger im März 2023 teilweise Erfolg. Es sprach ihm 250 Euro zu. In der Berufung änderte das Oberlandesgericht Köln jedoch die Entscheidung und wies die Klage ab. Der Nutzer wandte sich daraufhin an den BGH.
Der BGH verhandelt jetzt darüber, ob Meta tatsächlich gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat. Außerdem geht es darum, ob der Kontrollverlust über die Daten für den Kläger einen immateriellen Schaden im Sinne dieser Verordnung begründet und wenn ja, wie dieser zu bemessen ist. Das Verfahren ist richtungsweisend für tausende anderer Fälle. Laut BGH liegen insgesamt mehrere tausend solcher Verfahren vor deutschen Gerichten. Diese können jetzt bis zur Entscheidung des BGH ausgesetzt werden. Wann dort ein Urteil gefällt wird, ist unklar. Israels neuer Verteidigungsminister Katz hat den Sieg über die radikal-schiitische Hisbollah in Libanon erklärt. Die Eliminierung des Hisbollah-Chefs Nasrallah Ende September sei der krönende Abschluss dieses Ziels gewesen. Zudem bekannte sich die israelische Regierung zur Anordnung der Angriffe auf Pager der Hisbollah-Miliz vor knapp 2 Monaten. Unterdessen wurden bei israelischen Luftangriffen in Libanon Behörden zufolge mindestens 38 Menschen getötet, darunter 7 Kinder. Heute kommen Vertreter von mehr als 50 arabischen und weiteren islamischen Staaten zu einem Gipfel in Saudi-Arabien zusammen. Vor einem Jahr hatte Saudi-Arabien zu einem ähnlichen Treffen eingeladen. Dabei wurde unter anderem ein Komitee verschiedener Minister ins Leben gerufen, um auf ein Ende des Gazakriegs hinzuwirken. Wirkung zeigte die Initiative bisher nicht. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Am Mittwoch kommt es im Weißen Haus zum Treffen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Es wird um einen möglichst reibungslosen Machtwechsel gehen. Auf ihrer 50. Bundesdelegiertenkonferenz in Wiesbaden stellen sich die Grünen von Freitag an neu auf. Nach dem Rückzug der gesamten Parteispitze im September werden aller Voraussicht nach Franziska Brandner und Felix Banaschak zu den künftigen Parteichefs gewählt. Außerdem dürfte auch Robert Habeck offiziell zum Kanzlerkandidaten der Grünen gekürt werden. Zum Abschluss des Länderspieljahres hofft das deutsche Fußballnationalteam auf 2 Siege in der Nations League. Am Samstag tritt die Truppe von Trainer Julian Nagelsmann in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina an. 3 Tage später folgt das Spiel gegen Ungarn in Budapest. Beide Spiele können Sie jeweils um 20.45 Uhr live im FAZ-Ticker verfolgen. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.